Kunststürmer. Wieder Antonenko. Mit viel Routine und Geschick gemacht. Grabowski. Direkt Schuss, Grabowski Nachschuss und da ist der Treffer. Der zweite Rebound sitzt der Torschütze, heißt Konstantin Koltsov. Der Kapitän bringt den Außenseiter in Führung 1:0 im Überzahlspiel für das weißrussische Team hier. Ein überraschender Spielstand. Ein geduldig gespieltes Powerplay der weißrussischen Mannschaft. Über ihre bekannten, alten, erfahrenen Recken, über Anton. Proschkin und die Scheibe im Tor. Der Schuss war für den Goalie nicht zu sehen. Zwei, drei Mann vor ihm. Vielleicht auch noch abgefälscht. 1:1 Ausgleich. Die russischen Fans dürfen ein erstes Mal jubeln hier. Vitali Proschkin, zweiter Treffer. Vielen prominenten und hochkarätigen Spielern in den 24 Mannschaften. Grabowski, Antonenko und Treffer für die Weißrussen. Erneute Führung für den Außenseiter. Ein wenig kurios und glücklich ausgesehen. Der Schuss von Antonenko gar nicht platziert, war vielleicht abgefälscht. Und Prischkalov ein zweites Mal geschlagen. Dritter Treffer von Oleg. Wieder Nikolin, Stockhandabwehr von Golimetsin, Zabrikin, Radulov, Atyushov und Tor. Verteidiger Vitali Atyushov stellt den Gleichstand her. An von Metallurg Magnitogorsk. Irritieren. Und die Freude von Ilya Kowalczuk hier für sein. Und der nächste Treffer, ein Doppelschlag jetzt für die russische Mannschaft. Zum ersten Mal Führung für den Favoriten. Sinoviev und Tscherdev waren da vor dem Tor. Metzin überfordert da mit seinen Abwehrspielern und da hat Alexander Frolov dann den Puck über die Linie gedrückt. Für ihn Verbleib in diesem Drittel sollte kein Treffer fallen. Salai, Schuss und Tor. Sie nützen diesen Vorteil, gleichen aus. Trefferreiche Schlussphase in dieser Partie. Damit darf Ilya Kowalczuk zurück. Wir sehen den Torschützen groß. Ruslan Salai. Ein NHL-Veteran, auch Schusterstückerl. Das in solch einer Partie bei diesem Spielstand. Ein Fehler von Metzin bringt die Russen in Führung und jetzt hat er getroffen. Ilya Kowalczuk, gar nicht so scharf sein Schuss. Auch nicht so zwingend die Aktion und ein Patzer von Metzin, der nicht mit einem flachen Schuss gerechnet hat. Russland führt im Schlussdrittel durch diesen Treffer von Ilya Kowalczuk. Und Russland führt hier zum zweiten Mal. Vielleicht schon den Tschech erst ermöglicht. Wichtig der Pulli-Gewinn für die Weißrussen. Das ist gelungen. Schlagschuss geblockt. Und damit ist die Partie gelaufen. 60 spannende, hoch
Klassige Minuten teilweise auch sind vorbei. Lachende Gesichter bei der russischen Teamführung, bei Vyacheslav Bykov und Igor Zakharkin. Die Weißrussen sind einmal mehr knapp in die Schranken gewiesen worden. 4:3, so wie schon im letzten Jahr. Ein knapper Erfolg